ihr habt euch in der ersten Stufe, wenn man da daheim oder im Büro sitzt und seine Hausaufgaben macht und recherchiert, was ist am Markt und wie kann man sich da als kleines Startup selber motivieren, nicht aufzugeben? Ja, ich bin in der Praxis gesetzt damals. Bei meinem Bruder habe ich ein Büro angemietet sozusagen und habe einmal einen Sommer lang Klingel geputzt. Wirklich Cold Calling. Mhm. Keine Chance. Also absolut null. Das war frustrierend. Weil ich aber schon wusste, ich habe das brutalste Produkt ever. Mhm. Warum versteht sie das nicht? Das gibt's doch nicht. Und ich bin dann drauf gekommen, dass das natürlich die Story komplett falsch verzählt wird. Also okay. Das ist nichts, wo man sagt, hallo, ich habe die Lösung für Ihre Probleme, sondern ich habe dann verstanden, müssen wir erstmal die Probleme aufzeigen. Mhm. Und wenn wir dann angefangen haben, das zu tun, ist es schon besser geworden, aber effektiv, und es hält bis heute an, die eigentliche Traktion kriegen wir dadurch, dass die Interessenten oder potenzielle Kunden von anderen Kunden erfahren, hey, das ist richtig gut. Okay. Das ist kein also bei dir versteht es, dass du hast schon ein bisschen den Berg gesehen, der vor dir liegt, aber den du überwinden kannst, weil Marius hat den bei HotelKit auch überwunden. Aber wie war es bei dir, als dann Slack gekommen ist oder so? Ja, wenn er das geschafft hat, dann muss ich das auch schaffen. Das genau. Ist vielleicht ganz glücklich. Die Internet-Challenge ist dann auch wieder ganz gut. Genau. Bei HotelKit war das schon, also es war am Anfang einfach, da hat es die Ups und Downs gegeben, auf jeden Fall. Hast du einfach so dicke Haut? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie, du hast dann, man muss ja dann an den kleinen Erfolgen wieder hochziehen. Und hast du irgendein Geheimnis? Was machst du, irgendein Ritual? Nein, aber selber zu motivieren? Ja, du willst dich ja auch schon selbst auch beweisen. Also du hast eine gute Idee, du kriegst ein gutes Feedback. Und dann glaube ich, ist es einfach wirklich, man muss halt einfach dranbleiben. Ja? Und genauso wie wollte ich gerade sagen, weil ich habe jede Woche eine neue Idee, nur ich bleibe halt nie dran. Genau, also wieder, natürlich irgendwann muss man dann sich darauf einlassen, ja, und sagen, okay, also ich bin auch ein Typ, der ständig neue Ideen quasi gehabt hat, aber ich habe schon auch gesehen, wie jetzt mal ein bisschen zurückgenommen. Na, wie mit HotelKit das losgegangen ist. Da war schon der Hauptfokus einfach auf HotelKit und da habe ich dann nicht so viele Ideen gehabt, dass ich nicht nur alles machen kann, sondern wirklich eher Ideen, wie kann ich jetzt HotelKit weiterbringen. Und wie hast du das gemerkt, dass das jetzt dein Ding ist? Naja, es hat mir halt einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Und, für Energie. Und trotz mit der einen oder anderen Niederlage, ja, das musst du halt wegstecken. Aber wichtig ist halt einfach dran zu bleiben, man darf sich auch nicht zu schade sein, man muss halt am Anfang, das habe ich auch gesehen, also der Gründer oder einer aus dem Gründerteam, der muss die Rolle des Botschafters quasi einnehmen und der Botschafter am Anfang ist einfach Klinken putzen, weil das gehört halt auch dazu. Ganz, ganz wichtig ist Netzwerke bilden, ja, also das glaube ich war dann auch der Augenöffner, Cold Calling ist das eine, aber du musst halt einfach Netzwerke und ich bin auch von Pontius zu Pilatus gerannt und habe halt jeden von der Idee HotelKit erzählt, ohne dass ich im Vorfeld gewusst habe, okay, bringt sich das jetzt irgendwie was? Mhm. Aber du musst da halt so deinen Markt schaffen, den Markt einmal ganz klar machen. Bei uns war das auch ganz klar, dass wir sagen, wir wollen jetzt einfach mal in Österreich quasi anfangen und schauen, wie sich der Markt immer größer werden mit den Erfolgen, die du dann hast oder mit der Anzahl der Kunden, die du dann hast und dann erweitert sich der Kreis schon. Aber da einfach fokussieren und mit jedem reden, der es hören will oder auch nicht hören will, was du eigentlich machst. Und irgendwann ja, ploppt da was raus und dann da ergeben sich natürlich auch die unterschiedlichsten Situationen, wo irgendwer von irgendwem gehört hat, dass da irgendein cooles neues Produkt da ist und der hört sich das dann einmal an. Dranbleiben.